Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 119. Episode des Kunstverkaufen Podcasts möchte ich auf eine Frage von Michael zu sprechen kommen. Und zwar, Michael äh, der steckt in einem kleinen Dilemma. Und zwar hat er einen Kunden. Der bereits von ihm gekauft hat, ist auch begeistert und Michael hat ihn noch eingeführt, so in diese Kunstszene auch so ein bisschen, hat ihm auch die Museen gezeigt und ist mit ihnen in Museen gegangen. War auch bei ihm zu Hause und immer wieder kommen so ein bisschen Anwandlungen von der Seite des Kunden. So, ja, ich würde gerne mal was anfertigen lassen von dir. Komm doch mal zu mir nach Hause. Und dann, ja, er berät ihn und zeigt ihm halt, welche Farben würden gut passen. Da, da ist noch ein bisschen Platz in dieser Wohnung oder in dem Haus, da könnte vielleicht das gut hinpassen. Hm, ja, toll. Hm. Und am Ende macht der Kunde halt wieder einen Rückzieher, kurz bevor es wirklich zustande kommt. Und was passiert? Er nimmt seine Zeit sehr, sehr intensiv in Anspruch. <laughs> er fährt dann auch mal raus, sieht irgendwie eine neue Galerie, macht dann ein Foto von dem Kunstwerk, schickt es ihm so ohne irgendwie einen großartigen Kommentar und er hat dann das Gefühl, so ja, irgendwie heißt es jetzt, dass er jetzt das Kunstwerk irgendwie von mir möchte, dass ich sowas ähnliches mache. Oder was, was soll ich damit anfangen? Und das ist natürlich eine schwierige Situation, weil man will ja auch irgendwie nett sein, man will ja auch irgendwie zuvorkommend und verständnisvoll sein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr frustrierend, wenn jemand ständig einem die Zeit irgendwie stiehlt. Und deswegen heute genau die Frage, wie geht man mit so einem Kunden um? Und das kann ich dir relativ simpel erklären. Denn ähm, es ist wirklich wichtig, dass man auch seine eigene Zeit wertschätzen lernt. Ja? Von in erster Linie möchte ich erstmal noch mal was erwähnt haben und zwar ist es wichtig auch die Position deines Kunden zu verstehen. Derjenige kauft natürlich ein Kunstwerk, das dann wahrscheinlich über mehrere Jahre in seiner Realität verweilt. Das heißt, er hat in seinem Wohnzimmer meinetwegen deine Kunst wirklich über Jahre hinweg hängen. Es beeinflusst, wie er fühlt, denkt und handelt, weil es natürlich einen Kontext für ihn erfüllt. Und natürlich kostet das alles auch Geld. Das heißt, es braucht im Schnitt so um die 40 Kontakte, bis diese Person natürlich kauft und sich nochmal für ein Kunstwerk entscheidet. Du hast jetzt auch hier, lieber Michael, hast ja geschrieben, diese 40 Kontakte sind schon längst um und er kauft nicht. Ja, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Wir hatten auch schon Fälle, wo äh, ein Kunstkäufer erst sich dazu durchgerungen hat, nach 13 Monaten, 14 Monaten dann wirklich dieses eine Kunstwerk zu kaufen, für das er sich am Anfang ausgesprochen hat. Manche müssen dann halt auch ein bisschen das Geld beiseite schieben, müssen auch natürlich sich absprechen, müssen mehr Informationen sammeln und natürlich Vertrauen dir gegenüber und der Kunst aufbauen. Deswegen... Wenn du im Kontakt stehst mit deinen Traumkunden, wenn es jemand ist, den du als Traumkunden definieren würdest, jemand, den du täglich auch gerne um dich herum hättest, mit dem du dich wirklich verstehst und der ehrliches Interesse an deiner Kunst und natürlich das notwendige Budget hat, um sich deine Kunst zu leisten, wenn es so einer ist, wenn es ein Traumkunde ist, dann ist es wichtig, diese Person kennenzulernen. Das heißt, diese Kontakte, die du mit dieser Person hast, sind einfach nur für dich ein Hilfsmittel, um dein Marketing zu verfeinern. Das heißt, wenn du deinen Traumkundenavatar hast, im Detail erfährst du sowas natürlich in der Kunstschmiede-Akademie. Da hast du dann über, glaube ich, vier oder fünf Seiten dann einzelne Kriterien und Bereiche und soziale Bedürfnisse und so weiter werden immer wieder angesprochen, die halt dann auch sinnvoll sind und wichtig sind, auch für, deine, für dein Marketing, was du schreibst, wie du das schreibst und so weiter. Und hin und wieder bleiben dann halt manche Fragen offen, weil man halt die Informationen noch nicht hat. Und deswegen ist es wichtig, diese Kontakte dazu zu nutzen, um diese Leerstellen zu füllen. Also, wenn du zu einem gewissen Punkt einfach noch nicht so viel weiß, zum Beispiel was diese Person absolut unwichtig findet. Ja, das ist relativ schwierig herauszufinden, wenn man keinen richtigen Kontakt zu dieser Person hat. Aber wenn man dann einfach mal so das anspricht, so du, ich habe mich mal gefragt, was so ein Mensch wie du absolut unwichtig findet. Weil ich merke, ja, Kunst interessiert dich, das Thema interessiert dich, aber was findest du absolut unwichtig? Was ist die Sache, die du absolut unwichtigsten findest? Und dann kann man über diese Themen reden, dann kann man ein bisschen weiter graben, man kann paraphrasieren, man kann nochmal nachfragen, ist das habe ich das richtig verstanden? Dann wiederholst du das, dann möchte er mehr darüber erzählen und du kannst diese Erkenntnisse dann natürlich für deinen Traumkundenavatar nutzen, den rein, dass diese Informationen reinschreiben und dann das eben für dich dann später auch nutzen, um vernünftiges Marketing zu betreiben, die Bedürfnisse richtig anzusprechen und vor allem auch einen Leitfaden zu haben für die Kunst, die du eben machst für Menschen. Die du deine Traumkunden auch nennst. Ja, ein kurzer Ausflug auch in den Traumkunden-Avatar. Das ist auch diese Zielgruppenrecherche, wird sehr, sehr unterschätzt. Die meisten denken ja, ich mache halt Kunst für den und den und das passt schon. Nee, es passt nicht. Also die, Vor die Vorrecherche, das absolute Wissen darüber, was deinen Kunden ausmacht, ist entscheidend darüber, ob du deine Kunst verkaufst oder nicht. Nicht, ob du super toll realistisch meist oder ob du super toll abstrakt meist oder ob du super toll surrealistisch meist, ist völlig egal. Es kommt darauf an, was du kommunizierst mit deiner Kunst und wen du damit erreichen möchtest. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, mit diesen Informationen dich inspirieren zu lassen und zu entscheiden, was mache ich als nächstes. Denn wenn du zwei Wochen für ein Kunstwerk brauchst und du deine Rechnungen bezahlen musst, dann ist es deutlich sinnvoller, dann auch genau zu wissen, was ist am wahrscheinlichsten. Auch erfolgreich? Was würde sich am wahrscheinlichsten verkaufen? Deswegen, lieber Michael, hier der Hinweis: wichtig, dass du diese Situationen immer zu deinem Vorteil nutzt. Ne? Also nicht ausnutzt, sondern nutzt. Bedeutet, wenn du in einer Situation bist mit deinem Traumkunden und du merkst, er ist einfach nicht an dem Kauf interessiert, es ja, ist halt einfach noch nicht so weit, dann hilf ihm dabei, einfach ein bisschen mehr über sich zu erzählen. Stell ihm die richtigen Fragen. Überleg dir nochmal, welche Themen möchtest du ein bisschen besser recherchieren und dann leg dir vielleicht ein, zwei Fragen maximal bereit und fang an zu graben, fang in, diese, in diesen Bereichen tiefer vorzugehen und spiegel auch mal deine, deine Werte. Ja? Wenn du das Gefühl hast, ja, da habt ihr was gemeinsam, dann sag es auch. Das schärft natürlich das Vertrauen und dann habt ihr ein sehr, sehr tolles Verhältnis. Weil wenn man auf dieser Werteebene sich immer und immer wieder begegnet und da eine gewisse Zugehörigkeit auch entwickelt, dann vor allem zueinander, dann stärkt es natürlich das Vertrauen und dann stärkt natürlich auch der Bezug, wird der Bezug zum Kunstwerk natürlich auch deutlich stärker. Nur, und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, nur darf es halt nicht komplett außer Rand und Band geraten, ja. Also, wenn es dann so weit kommt, dass er dir jeden Morgen, hey, guten Morgen, ich wünsche dir einen tollen Tag und so, wenn er dir dann sowas schreibt, ist dann natürlich schwierig, weil das dann schon sehr in dein Privatleben dann auch mit eingreift. Und äh, das wirst du natürlich nicht. Es muss natürlich auch Grenzen geben. Ja? Grenzen sind nicht schlechtes. Genauso wie ich immer sage, Disziplin bedeutet Freiheit. Das hat Jocko Willink gesagt, ein Navy-Seal-Commander. Finde ich toll, was er sagt. Nicht unbedingt das, was er beruflich macht, aber äh, solche Dinge sind halt wichtig. Dass man versteht, diese Disziplin auch für sich selber und sein Unternehmen und die Grenzen zu setzen, das ist ein, ein, der einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Die meisten Probleme auch im Unternehmen generell, das du dann auch hast und wie du auch deine Geschäfte führst, liegt darin, dass du halt liegen da, liegt darin, dass du eben eine gewisse Disziplin einfach auch, eine gewisse Systematik auch nicht pflegst. Das ist weder schlecht noch gut, es ist halt einfach so, wie es ist. Und dann kann man eben daran arbeiten und man wird merken, dass es dann auch viel mehr Spaß macht, sich mit diesen Kunden dann auch zu treffen. Das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber es ist wie mit Hunden. Ja? <laughs> ich bin Hundeliebhaber und ich finde Hunde super. Und es ist halt einfach so, wenn du halt einen, wenn du einen tollen kleinen Fifi hast, einen Pudel, und du findest ihn toll und du gibst ihm alles und du nimmst ihn in den Arm. Und wenn dann irgendwie ein anderer Hund kommt, dann hebst du ihn hoch und knuddelst ihn. Und wenn er dann bellt, dann sagst du, oh, na, das wird halt ein richtig asozialer Köter. Das kann ich dann der Stelle schon sagen, weil du ihn halt verhedgest und weil du ihm keine Grenzen setzt. Der Hund ist, ist am glücklichsten, wenn er eine Aufgabe hat, wenn er geführt wird und wenn er einfach auch weiß, was zu tun ist und dir vertrauen kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Hund dir als Führer, Führungsperson nicht vertrauen kann. Und genauso ist es eben auch mit Kunden. Wenn, die, wenn deine Kunden das Gefühl haben, dass sie dir nicht trauen können, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen dich führen und nicht du sie, dann wirst du auch nicht verkaufen, lieber Michael. Das ist, leider, das ist leider die Realität, aber das ist sehr einfach zu verändern. Und das erkläre ich dir heute in dieser Episode und du wirst dich wundern, wie einfach es ist. Regel Nummer 1, wenn du mit Kunden zu tun hast, und ich äh, muss vielleicht ein bisschen früher, äh, ein bisschen zurückspulen, man plant sich ja seine Woche vor. Wenn du das noch nicht gemacht hast, würde ich... Dich darum bitten, dass du deine Woche vorplanst, dass du dir ungefähr grob sagst: Okay, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das. Also ungefähr, ja, du musst ja nicht fünf Minuten in fünf Minuten Schritten das alles hart runter äh, kategorisieren und sowas brauchen wir ja nicht. Ne? Aber dass man ungefähr weiß: Okay, das will ich in meiner Woche erledigt haben, das ist äh, mir wichtig und in der Zeit bin ich konzentriert an meiner Kunst und in der Zeit beschäftige ich mich mit Marketing und in der Zeit beschäftige ich mich, mich mit Kunden oder sowas. Dann hast du ein kompletten Plan, ja, mach das nicht zu deinem Gefängnis bitte, ja, diesen, diesen Stundenplan und diesen Wochenplan, sondern nutze es für dich einfach als, als, als Werkzeug zur persönlichen Freiheit, ja, dass du für dich persönlich die Freiheit schaffst, die Dinge zu tun und für die Dinge Platz zu machen, die für dich wichtig sind, weil du hast nicht unendlich viel Zeit und auch nicht unendlich viel Energie und auch nicht unendlich viel Geld, zumindest jetzt noch nicht. <laughs> und deswegen, wenn du diese Woche vorplanst, ja, dann hast du natürlich... Immer wieder auch Dinge, die man nicht vorplanen kann. So ein Tagesgeschäft oder es kommt was dazwischen. Ja, man weiß ich nicht, fällt von der Schaukel und bricht sich den Arm oder so. Naja, jetzt ein blödes Beispiel. Aber wenn man halt irgendwie was zu tun hat und man merkt dann, ah, das braucht doch länger, als man, als man glaubt, dann äh, braucht man natürlich einen Puffer. Würde ich dir auch empfehlen, einen Puffer einzuplanen. Die meisten Dinge dauern 50 Prozent länger, als man glaubt. Wenn nicht manchmal 100 Das rechne ich bei mir mittlerweile auch ein. Ich rechne sehr, sehr großzügig mit meiner Arbeitszeit und bin dann glücklich darüber, wenn ich dann wirklich auch das alles sauber im Rahmen so auch umsetze, wie ich mir das vorgenommen habe. Deswegen sei da nicht so hart zu dir selbst, mach dir einen Stundenplan, der für dich funktioniert. Und wenn der zu straff ist, dann mach ihn weniger straff und dann wirst du sehen, dass du auch glücklich bist damit und dann kannst du dich halt auch auf neue Aufgaben einlassen. Warum habe ich das jetzt so angesprochen? Naja, wenn du deine Woche vorplanst und dann kommt da jemand und ruft dich an und will mit dir quatschen und der kommt dann vorbei und der will dann dies und der will dann das. Natürlich ist es dann nicht so befriedigend, wenn man dann die Woche Revue passieren lässt und dann merkt, hoppla, ich habe so viel Zeit verschwendet. Das, äh, da bin ich jetzt nicht so zufrieden. Na, und das kann halt einfach da, dadurch passieren, dass man einfach Menschen einfach willkürlich die Zeit schenkt. Ich, das bedeutet nicht, dass man sich jetzt zurückzieht und sagt, meine Zeit ist wichtiger als alle Menschen um mich herum. Nein, absolut nicht. Ja, wir Menschen sind ja soziale Wesen und die Gesamtheit, die Qualität deiner sozialen Kontakte macht letztendlich auch die Qualität deines Lebens letztendlich aus. Das ist ja Lebensqualität, wenn man tolle Menschen um sich herum hat. Und deswegen sollte man das natürlich auch irgendwie mit in seinen Plan reinnehmen, ja, dass man da einfach auch einfach Freizeit hat und sich mit Menschen trifft und so weiter, auch mit Kunden trifft. Ja? Das sollte man natürlich auch nicht so äh, wie Menschen behandeln, die man am liebsten nur mit einem Stock irgendwie so <laughs> ja, irgendwie. Das wollen wir ja nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man diese Woche sich vorplant, dass man sich dessen bewusst wird, dass es dass Situationen auf einen zukommen, Telefonate meinetwegen mit Kunden, wo es dann halt einfach oder mit Interessenten, wo es dann halt einfach jetzt akut jemand vorbeikommen möchte, weil er sich für ein Kunstwerk interessiert. Diese Zeit muss halt einfach verfügbar sein. Das ist ein Puffer, den man sich immer einplanen sollte. Und in, diese, in diesem Puffer gehören halt nur Dinge, die wirklich wichtig sind, die wirklich akut sind. Deswegen stell dir immer die Frage: Ist das, was. Da jetzt auf mich zukommt, ist es so wichtig, dass es diese Woche erledigt werden muss. Wenn nein, dann verschieb es auf nächste Woche. Es hört sich so ein bisschen komisch an, wenn man irgendwie alles gleich jetzt sofort erledigen möchte, aber die meisten Dinge sind unwichtig. <laughs> ja, die meisten Dinge sind tatsächlich unwichtig. Die Kunst auch als Unternehmer und gerade du als Freiberufler oder Freiberuflerin, freie Künstler oder Künstlerin, die Kunst liegt darin, für sich selber zu entscheiden und herauszufinden, was ist wirklich essentiell und diese Dinge dann zu maximieren. 20% der Tätigkeiten erwirtschaften 80% des Umsatzes. Das Pareto-Prinzip. Das lässt sich in allen Bereichen anwenden. Deswegen bitte, 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 nicht einfach so oh, spontan, oh, jetzt habe ich Lust drauf, machen wir mal. Nee, 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 das ist nicht gut. Ähm, vor allem wirst du deine Ziele da nicht erreichen. Du weißt nicht, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren. Du hast keine Kontinuität in deinem Denken, du hast keine Kontinuität in deinem, in deinem Fokus und dann wird natürlich deine Lebensqualität darunter leiden, weil eigentlich du mit deinem Gewissen auch schon weißt, dass es das nicht, in, nicht in Ordnung war. Du fühlst dich nicht gut dabei, ähm, aber eigentlich hast du das Gefühl, dass es notwendig war. Und dann ist es so ein Zwiespalt, eine absolute Reibung, die ständig in deinem Kopf stattfindet. Und das wollen wir vermeiden. Ja, du wirst ja auch Glück glücklich sein ja, und ja auch Spaß haben. Das heißt, wenn jetzt wieder dein Kunde so auf dich zukommt, lieber Michael, um auf das Thema zurückzukommen, wenn er auf dich zukommt und dich wieder anruft, grundsätzlich, wenn es jemand ist, der dich anruft und du ähm, nicht mit einem Anruf rechnest oder es nicht akut ist, ja, nicht abheben. Regel Nummer eins: Nicht abheben. Du entscheidest, wann du zurückrufst. Du entscheidest, wann du mit jemandem kommunizierst. Das selbe gilt für WhatsApp. Ich würde dir auch empfehlen, dass du bei deinen WhatsApp-Nachrichten ausmachst, dass die Leute sehen, wann du sie gelesen hast. Ja, das kannst du ja ausschalten. Dann sieht man diese blauen Häkchen nicht mehr. Mach das bitte, weil sonst äh, führt es gerne dazu, dass die Menschen sich irgendwie beleidigt fühlen, weil sie, weil du ihre Nachricht gelesen hast und dann aber nicht antwortest und so weiter geh diesen Dingen aus dem Weg, indem du das gleich ausschaltest und genauso beim bei den Telefonaten, geh nicht ran. Geh nicht ran. Prinzipiell nicht. Auch wenn du Zeit hast, mach es nicht. Weil du deine Kunden schon mal darauf konditionierst und sagst, hey, er ist beschäftigt. Ich verstehe das und er ruft mich bestimmt bald wieder zurück. Ja, und dann rufst du dann zurück, wann du die Zeit hast. Du nimmst dir die Zeit dafür, die Dinge zu tun, die auch einfach nicht jetzt so akut sind und dann rufst du an und dann sagst hey, wie geht's dir, bla. und dann kann man sich so ein bisschen absprechen und du findest dann natürlich auch heraus, um was es geht. Und wenn die Person natürlich wieder den Kontakt mit dir sucht und wieder mit, sich mit dir treffen möchte, dann ganz einfaches Spiel. Ganz einfach und das ist weder böse noch irgendwie manipulativ oder sowas, ganz im Gegenteil, weil wenn du deine Grenzen hast, dann ist das der richtige Weg und zwar dann sagst du folgendes: ich bin, ich würde dich sehr, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich freue mich sehr über deinen Anruf. Ich würde sehr gerne mal wieder mit dir einen Kaffee trinken gehen. Vielleicht können wir das ja auch arrangieren, dass du mal in mein Atelier kommst oder vielleicht gehen wir mal gemeinsam in ein Museum oder sowas in der Richtung, je nachdem, was dir halt auch vorschwebt. Ich habe jetzt diese Woche leider gar keine Zeit, aber nächste Woche Donnerstag hätte ich Zeit, so gegen 16 Uhr oder am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Was würde dir besser passen? Oder halt später, je nachdem. Was würde dir besser passen? Dann gibst du ihm die Möglichkeit zu entscheiden und du zeigst ihm automatisch, dass du beschäftigt bist. Gleichzeitig solltest du ihm natürlich auch sagen, dass du jeweils nur begrenzt Zeit zur Verfügung hast. Also nicht irgendwie, ja, treffen wir uns und dann bist du bis abends um 11 Uhr unterwegs und eigentlich ist nichts zustande gekommen und am nächsten Tag ähm, stellst du dir die Frage, was habe ich da eigentlich getan? Ja, das äh, vermeiden, bitte, bitte. Man denkt dann, ah, das wird vielleicht negativ ankommen, ganz im Gegenteil. Wenn jemand sehr beschäftigt ist und jemand. Äh, sagt, ich habe so und so viel Zeit, das ist meine Grenze, so weit kann ich gehen, äh, nicht weiter, dann ist es dann hat man Vertrauen zu dieser Person, ja, weil diese Person weiß, was wichtig ist und die essentiellen Dinge dann halt auch rauspicken kann. Und vor allem, der Kunde an sich fühlt sich dann auch wertgeschätzt, weil du dir die Zeit nimmst, um ihm dann halt auch entgegenzukommen. Das heißt, du. Du bist nicht einfach Solarifari in alle Richtungen, sondern du führst die Situation. Da wären wir wieder bei dem, bei dem Hunde, bei der Hundemetapher, du führst die Situation. Du disziplinierst eure Interaktion so weit, dass er auch Vertrauen dir gegenüber hat. Weil dann kann er sich entspannen. Wenn er kein Vertrauen dir gegenüber hat, dann ist er immer so ein bisschen leicht angespannt und hat das Gefühl, dass er dich führen muss, dass er dir zeigen muss, was richtig ist. Deswegen schickt er dir wahrscheinlich auch ständig irgendwelche Fotos von Kunstwerken die äh, er gerne hätte oder die er vielleicht toll findet, weil er das Gefühl hat, dass er dich führen muss. Diese Situation umgehst du und dieses, diese Dynamik kehrst du um, indem du ihm ganz klar sagst, ich habe diese Woche keine Zeit, nächste Woche würde ich mich sehr gerne mit dir treffen, da und da habe ich Zeit, was liegt dir besser, was würde dir besser gefallen, wann hast du Zeit. Ja, und wenn er da keine Zeit hat, dann muss man halt die Woche drauf etwas finden. Aber am Anfang ist es wichtig, dass man... Nicht diese Woche macht, sondern nächste Woche. Also eine Woche Puffer immer dazwischen, vor allem für Termine, die jetzt nicht so wichtig sind. Ja? Und das ist auch eine wichtige, wichtige Fähigkeit, auch zu verstehen, was ist wirklich wichtig, was muss ich unbedingt heute machen und was kann eigentlich auch warten. Ja? Deswegen, wichtiger, wichtiger Gedanke. Dann, wenn ihr euch trefft, ist natürlich die, die Interaktion deutlich anders. Das kann ich dir jetzt schon sagen, weil die Person natürlich eine Woche lang warten muss. Bis sie erstmal mit dir in Kontakt treten kann. In der Zwischenzeit wird sie dir vielleicht schreiben, aber darauf würde ich gar nicht reagieren. Würde ich gar nicht reagieren, weil du hast ohnehin schon erzählt, du, ich habe so viel zu tun, ich bin so beschäftigt. Und tut mir leid, ich habe auch relativ wenig Zeit, um jetzt dieses Gespräch auch zu führen, aber ich würde mich sehr, sehr gerne mit dir treffen. Du zeigst ihm, ich würde sehr, sehr gerne Zeit mit dir verbringen. Du erzählst, sagst es ihm ja auch. Aber jetzt ist es halt nicht möglich. Das versteht er. Du bist professionell in dem Zusammenhang und gibst ihm dann auch die Möglichkeit zu erkennen, dass du professionell bist, diszipliniert bist und natürlich mit einer gewissen Kompetenz und zielgerichtet, zielgerichtetem Handeln dann auch deine Kunst verfolgst. Deswegen ist es auch für ihn ein Indikator dafür, dass du erfolgreich sein wirst, weil das natürlich von einem Künstler nicht erwartet wird, dass er diszipliniert seinen Plan folgt und halt ganz genau weiß, was er will. Das imponiert. Wir wollen mit Menschen zu tun haben, die ganz genau wissen, was zu tun ist. Das ist der Social-Proof-Effekt. Wenn wir nicht wissen, was zu tun ist, dann schauen wir uns um und äh, beobachten, wer zumindest so den Anschein macht, als würde er wissen, was er tut. Ja, das sieht man ja bei Trump. Der macht den Anschein, als würde er wissen, was er tut. Aber die Wahrheit ist eine andere. <laughs> und deswegen äh, fallen halt Menschen manchmal darauf rein. Aber wenn du das halt ehrlich betreibst und du weißt, okay, das ist. Die Zeit, die ich da halt jetzt auch habe und die nutze ich für meine Kunst und ich bin da halt konzentriert, diese Zeit lernst du dann auch selber mehr zu schätzen, wenn du dann auch deinen Kalender ein bisschen straffer ziehst und vor allem so unvorhergesehene, spontane Sachen einfach auch nicht unbedingt so zulässt, wenn du weißt, dass es ins nichts führt. Wenn du diese, diesen Termin dann wahrnimmst, dann kannst du dich natürlich, wie gesagt, ist nochmal wichtig, die Person auch nochmal darauf hinzuweisen, findet... Ähm, Kannst du ihm schreiben? Übrigens, wir haben ja übermorgen unseren Termin um 17.30 Uhr. Wollte nur noch mal sicher gehen, ob dieser Termin auch ta ta tatsächlich stattfindet. Äh, ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen: Wie gesagt, ich bin halt einfach sehr, sehr beschäftigt und habe sehr viel zu tun. Ich freue mich deswegen auch sehr, mal ein bisschen Pause zu haben von äh, dieser Arbeit und mich mal mit dir wieder zu unterhalten. Aber ich habe leider nur anderthalb Stunden Zeit. Ich hoffe, das ist in, in Ordnung für dich. Punkt. Ja, einfach auch mal den Rahmen setzen, transparent sein, ihm zeigen, in welche Richtung geht es. Ich übernehme die Führung, ist das für dich in Ordnung? Ja, also ich handle in deinem Wohlwollen, ich frage dich, ich stelle dich nicht einfach vor irgendwelchen Tatsachen und, und überrumpel dich oder sowas, sondern ich kläre dich auf, bevor du zu mir fährst, was der Zustand sein wird, die Situation sein wird. Das wird er sehr zu schätzen wissen, das schafft Vertrauen, ja, weil du ihm halt in seinem Interesse handelst. Dann wird er ankommen und wie gesagt, die Situation wird deutlich positiver ausfallen. Das Gespräch wird positiver ausfallen, weil vor allem er hat nicht unendlich viel Zeit. Das heißt, wenn er mit einer gewissen Agenda dahinkommt, wird das relativ schnell zu dieser Agenda kommen und dann wirst du sehen, ob es irgendwie um Kunstwerke geht oder nicht. Ich würde ihm dann auch dabei helfen, deine Kunst vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Du kannst ihm dabei zeigen und kannst ihm währenddessen dann auch zeigen, wie deine Technik auch äh, zustande kommt und vielleicht ihm auch mal den Pinsel in die Hand geben und sagen, hier, an dem Kunstwerk, ich würde dich gerne bitten, da diesen einen Strich zu ziehen. Traust du dich das? Und das ist natürlich aufregend. Ne? Solche Situationen, du musst diese Kunden auch in solche Situationen bringen, wo sie ein bisschen unsicher sind und wo du ihnen dann äh, dabei hilfst, ihre Angst vielleicht zu überwinden, ja? damit sie halt sehen, hey, das steckt auch so ein bisschen in dir. Und dann kann man ihn dafür loben und so weiter, wie man das halt dann auch einfach macht, ja und äh, so stärkt es natürlich auch die Bindung und derjenige ist dann auch eher bereit auch deine Kunst anderen Menschen auch positiv darzustellen, weil er halt mit dir sehr viele positive und vielleicht sogar transformierende Erlebnisse verbindet. Das heißt, diese Situationen, diese Termine immer dazu nutzen, um dem Kunden halt ein positives Gefühl zu geben und auch eine Situation zu schaffen, aus der er immer mit einem Lächeln rausgeht und dann hast du auch einen glücklichen Kunden generiert. Es geht immer darum, nicht viel Umsatz zu generieren und sowas, so, so viel Geld wie möglich. Nee, sondern es geht darum, so viele glückliche Kunden wie möglich zu generieren. Wie, wie macht man das, indem man mehr leistet als erwartet wird? Ganz einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist simpel. Und wenn du halt diese Situationen dazu nutzt, um ihnen einen Mehrwert zu geben, vielleicht hast du sogar Kaffee dabei, vielleicht Kuchen und so weiter, Na, je nachdem, was halt, wo ihr euch trefft, dann ist natürlich diese Situation. Deutlich positiver. Wenn du merkst, dass währenddessen kein Kauf zustande gekommen ist und er hat nicht irgendwie ein Kaufinteresse gezeigt, dann weißt du, dass du das nächste Mal zwei Wochen Puffer dazwischen legen musst, weil er dann natürlich die Situation, die Zeit, die du mit ihm verbringst, deutlich mehr zu schätzen weiß. Das heißt, er hat dann zwei Wochen. Wartezeit, in der er darauf warten muss, bevor er wieder mit dir diese tolle Situation erleben darf, bis er wieder diese tolle Erfahrung machen darf, auch mal mit Kunst wieder in Kontakt zu kommen und mehr darüber zu erfahren, wie du damit umgehst und so weiter. Na, zwei Wochen wieder, dass du sagst, ich, diese und nächste Woche sehr, sehr schwierig, sehr voll, aber in zwei Wochen, am Mittwoch, sehe ich gerade in meinem Kalender, habe ich Zeit um die, um die Uhrzeit oder eben vielleicht sogar am Dienstag. Wie sieht es da bei dir aus, um 18 Uhr oder so? Wieder dasselbe Spiel. Und dann weiß die Person genau, woran sie ist. Wieder auch der Hinweis: Ich habe nicht unendlich viel Zeit. Ich freue mich aber sehr auf deinen Besuch. Und dann kannst du das alles vernünftig in die Wege leiten. Und dann wird natürlich dort auch wieder der Kontakt deutlich intensiver ablaufen, weil er weiß, dass du nicht unendlich viel Zeit hast. Die Dinge, die einfach uns unendlich zur Verfügung stehen, zu denen haben wir einen ganz, ganz seltsamen Bezug. Ne? Die sind halt nicht wichtig für uns. Mein Klopapier, ne, das ist ja gut jetzt in der Corona-Zeit ein blödes Beispiel, aber Klopapier, das ist ja für uns nichts Besonderes. Ne? Ob du jetzt drei, vier, fünf Blätter nimmst oder zehn Blätter, gut, das ist ein bisschen Verschwendung, äh, bei deinem Klogang ist es letztendlich nicht so, nicht so wichtig. Ne? Aber wenn es halt bestimmte, wenn es halt gerade während Corona, wenn man glaubt, oh, es wird bald kein Klopapier mehr geben, dann flippen die Leute aus und rennen in die Läden und bunkern und bunkern und bunkern, weil sie das Gefühl haben, was oder sich die Vorstellung machen, was würde passieren, wenn es das nicht mehr gibt. Wie mache ich das dann auf dem Klo? Ne? <laughs> und dann kommen die Horrorgeschichten, so mache ich das mit dem kleinen. Okay. Nee, aber ähm, und genauso geht es halt auch, äh, geht es genauso in die Richtung, wenn du deinen Kunden hast und der, der sich posit diese positiven Erfahrungen mit dir macht und dann auf einmal zwei Wochen warten muss, anstatt eine Woche. Und dann weiß, okay, ähm, es ist halt einfach so, wie es ist, und diese Grenze ist gesetzt dann ist es so positiv dann auch ähm, für ihn, wenn er dann diese Gelegenheit bekommt und dann nach zwei Wochen bei dir im Atelier steht. Und dann wirst du sehen, dass er mit aufgerissenen, weiten Augen in deinem Atelier steht und sich glücklich fühlt und freut, bei dir sein zu dürfen. Weil es halt was Seltenes ist, weil es eine Erfahrung ist, die nicht jeder hat, weil du ihm dadurch natürlich auch signalisierst, nicht jeder kommt zu ihm ins Atelier und vor allem nicht immer dann, wenn, grade, wenn er gerade Lust drauf hat und dann wenn er nicht kaufen möchte, wenn er dann keine keine ja, wenn er wenn er nicht so in diese Richtung sich orientiert und sagt, hey du, ich wäre interessiert an diesem Kunstwerk oder vielleicht kannst du mir da vielleicht was machen oder so, wenn es halt nicht in die Richtung Kauf geht und sondern wieder in dieses Erfahrung sammeln, dann den Zeitraum erhöhen. wieder erhöhen. Ja, dass man auf, statt zwei Wochen, drei Wochen, dann vier Wochen und so weiter und so fort. Irgendwann mal irgendwann mal wird dazu wird der, wird die Situation kommen, in der er halt einfach keine Möglichkeit mehr sieht als keine andere Möglichkeit mehr sieht, als von dir zu kaufen, von dir kaufen zu wollen, weil er sonst keine Zeit mit dir verbringen kann. Das ist ein wichtiger Gedanke, weil das Schöne ist ja du hast ja trotzdem Kontakt zu ihm. Nur nicht physisch, sondern über dein Newsletter. Deswegen bin ich auch so ein Verfechter vom Newsletter. Es wird so unterschätzt. Der Newsletter ist das Allerwichtigste. Instagram, dieses ganze Zeug ist zwar hilfreich, ist ein tolles Werkzeug, um neue Kunden zu erreichen und so weiter und auch bestehende Interessenten und Fans dann auch zu beliefern mit tollen Inhalten. Keine Frage. Toll, ne? aber der E-Mail-Newsletter, der e die E-Mails kommen an, ja, die werden verschickt solange du die nicht als Spam irgendwie so, ne? Spamfach ist natürlich eine andere Sache, aber die E-Mails werden versendet, die kommen an. Und wenn du den Kunden dann darüber aufklärst, woran, woran du gerade arbeitest, und er halt in einem speziellen Segment ist, dem Segment Kunden, und die halt dann spezielle E-Mails bekommen, zum Beispiel das Recht auf den ersten Blick dann halt auch genießen, also wenn du ein neues Kunstwerk hast und erstmal ihnen das zeigst und sagst hier, ihr könnt dieses Kunstwerk erwerben. Ähm, bevor es die Allgemeinheit sieht, bevor es alle anderen sehen. Ich werde das in drei Tagen veröffentlichen. Ähm, das ist natürlich auch ein Gefühl von Exklusivität und man ist trotzdem im Kontakt und du sprichst eigentlich zu vielen, aber diese Person hat das Gefühl, dass du genau zu ihr sprichst. Und deswegen möchte sie auch den persönlichen Kontakt auch herstellen. Du wirst sehen, dass diese Person dann auch, wenn sie mehr Zeit braucht um, oder Zeit, Zeit benötigt, um oder absitzen muss, um mit dir wieder physisch in Kontakt treten zu dürfen, dass diese Person dann vor allem auf elektronischen Wege versucht, noch intensiver mit dir in Kontakt zu treten. Das Schöne ist aber dabei, dass du halt währenddessen schon mal darauf hingewiesen hast, du, ich bin so beschäftigt. Tut mir leid, deswegen habe ich erst nächste Woche Zeit. Wenn die Person dir dann ständig was über WhatsApp schickt und du nicht antwortest, dann lässt sich das relativ einfach damit eben begründen. Spätestens, wenn ihr euch dann seht, beim physischen Kontakt wieder, kannst du halt darauf hinweisen. Du, ich, vielen Dank für deine, für deine WhatsApps und so. Aber ich war halt einfach von bis kopfüber mit Arbeit zu und ähm, es war eine sehr spannende Woche und deswegen konnte ich leider auf deine Sachen nicht antworten. Ich habe mir gedacht, wir treffen uns eh jetzt hier am Dienstag heute und äh, deswegen äh, ist es auch besser, wenn man sich halt auch mal sieht und vernünftig unterhält, na, als dieses ständige Schreiben. Ja, ja, stimmt schon. Und dann geht es halt genau in diese Richtung wieder weiter. Also, es geht darum, dass du klare Grenzen setzt. Nochmal, klare Grenzen für dich und Grenzen für deine Kunden. Wenn die Kunden das Gefühl haben, dass sie dich führen müssen, dann haben sie kein Vertrauen in dich und dann wollen sie nämlich auch nicht kaufen. Das heißt, es ist manchmal sinnvoll, dass man sich ein bisschen rar macht und vor allem diese Zeit, die man sich dann halt auch einfach plant, die Zeit, die man festlegt, auch für seine eigene Tätigkeit, dass man diese Zeit dann auch. Konstruktiv nutzt. Mach deinen Stundenplan, mach deine Wochenpläne nicht zu so einem Gefängnis, ja. Nicht, dass du am Montag morgens dir denkst, oh, jetzt habe ich eine harte Woche vor mir, bitte nicht, ja. Das ist, es wird gerne propagiert, so hustle hard, so 10 Stunden, 15 Stunden am Tag hackeln, arbeiten. Nee. <laughs> Blödsinn, ja. Das funktioniert nicht. Und wenn es funktioniert, dann nur mit sehr, sehr vielen Abstrichen. Das bedeutet Gesundheit, Familie oder was auch immer. Und Uh, du weißt nicht, was morgen kommt, deswegen lebe jetzt vollkommen, jetzt im Hier und Jetzt, mit allem, was du hast. Und es das bedeutet, dass man halt das Leben lebt und nicht einfach sich so beschneidet und sagt, so jetzt mein Erfolg am wichtigsten. Das ist Blödsinn. Ja? Erfolg ist am Ende nichts wert, wenn niemand an deinem Grab steht. Ne? Das ist halt jetzt drastisch, aber das ist genau der Punkt. Also es geht darum, dass man halt so einfach diese Gesamtheit für sich selber begreift und einfach auch mal sieht, es gehört mehr dazu, als einfach nur die ganze Zeit arbeiten, sondern auch das Zwischenmenschliche ist wichtig, auch mal die Seele baumen lassen. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann dauert es ein bisschen länger, aber man ist zumindest glücklich und zufrieden und der Erfolg stellt sich dann auch ein, weil man kauft ja die Kunst von Menschen und vor allem gerne von Menschen, mit denen man sich gerne umgibt, also vor allem auch von Künstlern, die einfach glücklich sind. Ja, man will sich mit glücklichen Menschen umgeben, weil everything is a people's business. Und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast beenden. Ich hoffe, diese Folge des Kunstverkaufen Podcasts hat dir geholfen. Diese Frage, dieses Problem, <laughs> diese Situation das ist ja letztendlich nur eine Situation, auf die man halt dann reagieren muss auf eine vernünftige Art und Weise. Wenn das eben jetzt für dich hilfreich war, um diese Situation zu meistern, dann hinterlass mir doch meine Nachricht auf Instagram. At Ikonenschmiede, würde mich freuen. Weil das hilft mir auch dabei, auch vernünftige Inhalte für die nächsten Podcast-Folgen auch zu finden. Und ja, das war es soweit von mir. Ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünscht, und wir hören uns morgen in der nächsten Episode. Bis dann.